Hallo liebe Kochfreunde, heute machen wir eine ganz, ganz klassische Erbsensuppe nach Omas Rezept. Ich nehme allerdings keine Kartoffeln dazu, mir schmeckt es ohne Kartoffeln besser. Also wir nehmen grüne Erbsen, die vorher 24 Stunden in Wasser eingeweicht sind, damit sich die Kochzeit verkürzt. Verschiedenes Gemüse, man kann auch Suppengemüse nehmen und Fleisch. Und natürlich auch Gewürze. Wie das Ganze gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Wir sehen uns! Die sind jetzt schon 24 Stunden in Wasser eingeweicht. Dann als Gemüse kann man entweder einen Bund Suppengemüse nehmen oder ich habe hier eine Stange Lauch, zwei Möhren und zwei Stangen Sellerie. Zum Anbraten eine Zwiebel und etwas von dem Kasseler Frühstücksbrauch. Der wird in Würfel geschnitten zum Anbraten und Kochen und der Rest wird in Scheiben geschnitten und kommt als Einlage zusammen mit der Krakauer in die Suppe. Als Gewürze brauchen wir dann noch Salz, Pfeffer, etwas Senf, Rühe und einen Löffel Essig. Jo, das war's. Genaue Zutatenliste wie immer am Ende des Videos. Jetzt bereiten wir die Suppe zu. So, jetzt braten wir hier in etwas Schweineschmalz Zwiebeln an. Und ein Teil des Frühstücksfleischs kommt dazu, wird hier mit angebraten. Der Rest kommt dann in Scheiben in die Erbsen rein. An Erbsen habe ich hier eine große Bechertasse, das sind 250 Gramm, mit der dreifachen Menge Wasser, also drei Bechergläser, über Nacht eingeweicht, jetzt 20 Stunden her, kommt jetzt samt Wasser hier hinein. Das muss jetzt circa eine Stunde kochen. Aber nach einer halben Stunde tun wir dann schon das Suppengemüse dazu. Und vorher, wenn es richtig warm ist, kommen auch die anderen Fleischscheiben des Kasseler Bauches mit hinzugefügt. Oh, jetzt ist das Wasser hier richtig heiß, kommt der Rest von dem Kasseler Frühstücksbauch hier mit dazu, weil das muss auch circa eine Stunde kochen. Dann zieht auch alles schön durch. Und nach einer halben Stunde packen wir noch das Gemüse dazu. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde gekocht. Jetzt kommt das Gemüse dazu. Das braucht ja nicht so lange wie die Erbsen. Jetzt muss weitere 20 Minuten kochen und dann machen wir die Gewürze drin. Denn wenn wir die Erbsen zu früh salzen, dann brauchen sie noch länger, bis sie gar werden. So, also jetzt wieder ein bisschen kochen. So, jetzt machen wir Gewürze dran. Kommt hier ein bisschen Instantbrühe. Pfeffer. Vielleicht reicht es. Salz,
Müssen wir aber gleich erst noch mal probieren, dass es nicht so salzig wird. 2 Löffel Senf. Und 1 Esslöffel Kräuteressig. Mal gucken, ob einer reicht, aber ich probiere dann erstmal. Noch ein bisschen Pfeffer dran. Dann haben wir fertig gewürzt. Dann kann die Krakauer, die hier noch dran kommt. So. Jetzt alles noch ein bisschen durchziehen lassen auf kleiner Flamme bzw. schon ausschalten. Muss ich jetzt alles nur noch ein bisschen durchziehen, damit die Wurst warm wird, sich die Gewürze verteilen und dann können wir anrichten. Ganz leckerer grüner Erbseneintopf nach Großmutters Art.